Göss gehört seit 1939 zu Leoben und hier befand sich das älteste Stift der Steiermark. Rund 1000 nach Christus wurde es von der Pfalzgräfin Adula gegründet, ein Frauenkloster, wurde aber 1782 von Joseph II. Aufgelassen. In den Gebäuden nebenan, in den ehemaligen Gebäuden des Stifts, befindet sich seit 1860 die Gösser Brauerei, die weltweit erste grüne Großbrauerei. Die Kirche stammt aus verschiedenen Bauphasen. Das Spätmittelalter kann man ganz charakteristisch im Hauptschiff der dreischiffigen Kirche erkennen, an den Drehsäulen und an den Schlingrippen an der Decke.